Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gary's Mod Sandbox mit mir, dem Grantelbart. Scheiße, das habe ich mir wieder zuerst gedacht. Und aber du hast Sandbox dazu gesagt, was mich derbe stolz auf dich macht. Ja? Ja. Nicht so, nicht nur Gary's Mod, sondern Gary's Mod Sandbox. Oh ja, denn Gary's Mod macht jeder. Sandbox machen nur die Pros und sprühen ihre kaputten Gesichter über gute Logos. Verdammt nochmal, jetzt kann ich nicht sprayen. So, zu deinem Skin übrigens. Wir haben uns vor der Aufnahme schlapp gelacht, weil gerade jemand einfach auf die Schnelle den Skin genommen hat. Und den fand ich so gut, da habe ich gleich denselben genommen. Dieser sieht super aus. HD-Dinosaurier. Absolut HD. Der könnte ja aus Ultra Stomping HD. Land rauskopiert sein, so hoch auflösen wie der ist. 4K ist das. 8K, Junge, 8K. Ja. IMAX. Genau. Ja. Okay, wo sind wir hier und was ist das für eine Idee, Grantelbart? Ja, wir sind hier in einem auf einer tollen Map namens, keine Ahnung, ist irgendwie so eine Himmelsmap. Anscheinend sind wir hier sozusagen auf einer Insel, die quasi schwebt, also eine Himmelsmap. Und wenn man zu den grünen Lichtern fliegt, dann sieht man andere Himmelskörper, die einfach so in der Luft schweben. Ich mach das vielleicht mal mit, ja wirklich, ne? Vielleicht ist es ja wirklich der Himmel einfach nur so, ne? Also so der Himmel mit Gott. Hey, das sieht ja cool aus. Ja, und wir haben uns überlegt, beziehungsweise ich habe mir mal überlegt, ob wir uns vielleicht eine neue Herausforderung bieten können. Kommen wir wieder zurück zum Startplaneten. Und zwar wollen wir heute Helikopter bauen. Helikopter? Und zwar richtig funktionierende Helikopter, also nicht so fake. Wir spawnen jetzt mal unsere Helikopter, die wir in Addons haben. Sag mal, spoilerst du jetzt alle Inseln? Nein, ich habe jetzt eine gespoilert. Okay, okay. Ah, okay. Ich kann ja sowieso nur so langsam schweben. Ich verstehe immer noch nicht, wie du so schnell. Ja, jetzt hör mal auf zu schweben hier. Okay, jetzt funktioniert. Ja. So, schweben aus. Ja. Okay, auf jeden Fall. Und keine. Du hast Rocket Boot Verbot. Rocket Boot ist gleich. Was? Aimbot Gun. Aber warum? Weil. Okay, das sagt alles. Warte mal, wir gehen noch. Es reicht schon, dass mich meine Playlist ankotzt. Da muss mich nicht dein Schau noch so ankotzen. Aber was ist das denn hier für ein Logo, Alter? Ist das hier so. Das ist Team Falotti. Werbung gibt's auch hier? Das ist so. Ey, das ist doch bestimmt eine geheime Basis der Regierung hier. Guck mal oben, dieser Tisch. Das ist bestimmt der Regierungstisch hier. Nein, das ist die Basis von Team Falotti. Steht doch vorne drauf. Ey, das gibt's bestimmt oben im Himmel, Alter. So eine geheime Verschwörung, ja? Das ist das Haus Gottes. Okay, das kann man natürlich auch so sehen. Von Dragon Ball Deckard. Okay, dann fangen wir doch mal an. Also, die Herausforderung ist tatsächlich, Helikopter hinzubekommen. Das wird sicher nicht einfach sein. Ich mach dir jetzt lauter Pickel in dein krummes Gesicht hier. Ich mach dir jetzt lauter O's. Schau mal, du hast Karies. Kariesbart. Nein, jetzt komme ich doch woanders raus. Ja, dann geh wieder in dieselbe Tür rein. Ja, welche war das? Links 1. Okay. Tatsache. Team Falotti. Ich kann nicht fliegen. Scheiße, ich kann nicht fliegen. Okay. Also komm. Warum rennst du mir nach? Sollst du wegrennen? Team Falotti. Okay, komm. Scheiße. So. Genug Time wasted. Jetzt wird Hubschrauber gebaut. Okay. Auf Team Falotti. Und, na toll, nehmen wir Kevin ins Boot, der hat mir gerade geschrieben, falls er Zeit hat. Achso, er kann heute nicht. Wenn er Zeit nicht. Hat, ja. Nee, er kann nicht. Oh, meine Stimme versagt gerade. Räusperbart. Erstmal einen Schluck trinken aus einem sehr männlichen Glas. Hello Kitty Tasse? So. Ja. Okay, Hubschrauber. Eigentlich ist das ein Messbecher, ich trinke aus einem Messbecher. Das mache ich mit Suppe immer, ein Liter in Messbecher. Dann vom Messbecher in den Topf, damit ich halt genau einen Liter habe. Dann bringe ich es zum Kochen und schütze wieder zurück in den Messbecher und trinkst dann daraus. Voll assi. Ja, Mann, wir sind richtig assi. Gut, wie fangen wir denn an? Das wird eine richtig schwere Herausforderung. Ich hoffe, lieber Tulu, dass du dir etwas Zeit lässt, denn ich werde länger brauchen als du. So viel ist klar. Ja, ich muss erstmal eine geeignete Komponente für meinen Hubschrauber finden. Also ich werde versuchen, es so simpel wie möglich zu halten und das wird schon ein Ding der Unmöglichkeit für mich sein. Warte, das heißt, du baust das hier. Fertig. fertig. Geld speichern. Also wir wollen einen funktionierenden Rotor haben und sowas alles. Also wir wollen schon echt so einen richtig coolen Helikopter haben. Einzig Problem ist halt, da wir uns nicht mit Y-Mod und so einen Scheiß auskennen,
genau. Müssen wir halt wieder Thruster-Antrieb verwenden. Aber das wird ja, denke ich, spannend genug, weil das ja schwer ist, ohne irgendwie, weiß schon, ohne Hoverballs das Ding aufrecht zu halten. Also Richtig. Von daher, seid gespannt, es wird auf jeden Fall lustig. Und wenn nicht, dann sorge ich dafür, dass es lustig wird. Das wird schon lustig, definitiv. Also ich bin mir sicher, das wird nicht so souverän ablaufen. So, ich konzentriere mich erstmal zunächst auf die Form meines Helikopters. Da wollen wir nämlich was möglichst... Ja, ich stelle mich mal ein bisschen abseits, dass du nicht das Grundprinzip bei mir abschaust. Okay. Ich habe nämlich, glaube ich, eine ganz coole Idee, aber ich weiß noch nicht, ob die auch so funktioniert. Aber ich habe tatsächlich cool. selber schon so eine... Also nicht was Funktion angeht, sondern ja, was Design angeht. Genau, so bin ich auch gerade drauf. Ja, okay. Dann passt das doch. So, das sieht in Ordnung aus. Ja. Zack. Genau. Zack. Okay. Dann direkt mal welden. Material. Wow, jetzt muss ich wieder das Glas finden. Scheiße. Nee, das ist... Nein! Ah, das passt. Oh Gott. Fuck. Okay, schon direkt gefailt. Wieso? Woran liegt's? Ja, ich hab mal Z gedrückt und es ist nicht das passiert, was ich wollte. Was dachtest du denn, was auf Z passiert, Junge? Ja, es ist was anderes diesmal, als ich wollte. Sagen wir es so. Ach so. Also was anderes ist rückgängig geworden, als ich wollte. Rückgängig geworden? Rückgängig geworden. Das klingt irgendwie falsch. Ja. Oh. Das ist auch nicht so, wie ich es wollte. Hey, bleib liegen. Das ist ja erstmal schon mal nicht schlecht für den Hubschrauber hier, das hier. So. Gut. Lieblingswort in Garry's Mod. So. Ja. Und, oh, meine Playlist. Ah, das Lied ist gut. Das hatte ich noch nie. Ja, oh, das Lied. Oh, schön. Okay, das sieht doch schon mal ganz stabil aus. Dein Dinosaurier. Ich habe gerade durchs Fenster gelunzt und einen hässlichen Dino gesehen. Und schon backt's rum. Ja, super. Was macht denn das Mann, da? Entweder viel zu klein oder viel zu groß, die Scheiße, die ich hier spawne. Oh oh. Ah. Also ich merke schon, ich muss danach diese Parent-Scheiße machen. Weil sonst habe ich einen Backschrauber und keinen Hubschrauber. Ja, werde ich wohl auch arbeiten müssen. Boah, was denn da? Was brennt denn da schon wieder? Was denn? Der Aschenbecher brennt. Ach so. Aschenbecher, wollte ich auch sagen. Komm, erzähl doch mal von deinem Ohrwurm, den ich dir vorhin eingepflanzt habe. Was war das nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. I want a... Nein, du Pisser. I want a Pipi Max. Oh ja. Ja. Kennt das jemand? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Das ist so eine Werbung aus den 90er war das nicht mehr. Das war schon 20er. Nee, war glaube ich schon noch 90er. Aber meinst du 90er, Alter? Ich glaube schon. Haben wir da schon Fernsehen geguckt? What the fuck? Schon Fernsehen What geguckt. The fuck? Ja. Klar. Wir sind ja alt. Die 90er, da sind ja die meisten... von euch, schätze ich jetzt mal, gerade so bewusst. Nein, das passt nicht. Oder doch? Doch, das passt. Gerade so, sag ich jetzt mal, ins Bewusstseinsalter, wo man irgendwas wahrnimmt, außer, oh, da ist Essen und oh, da ist Mama. Oh, ich muss jetzt kacken. Oh, also, Vorsicht, Grantelbart. Dünnes Eis, glaube ich. Ich glaube, das ist dünnes Eis hier. Ja, was bekommen denn Babys sonst mit dem Alter oder kleinen Kinder. Weiß nicht, wer uns alles zuschaut. Ja, gut, wir haben natürlich auch erwachsene Zuschauer oder so alt wie wir oder noch viel älter, noch ganz alt. Wir Geht sind das ja überhaupt noch tot. Älter als wir? Ja, wir sind ja schon fast tot. Vom Alter her. Ja. Eine Frage, Tudu. Ja. Kann ich etwas gleichzeitig an zwei Stellen welden? Oder geht das ich nicht? Ich schau mal kurz rüber. Alter, gar nicht so schlecht. Was meinst du denn? Ich will das jetzt hier daran welden, an diese Stuhlbeine sozusagen. Ja. Aber. Also einmal hier. Genau, und ja. Einmal hier. Ganz genau, ja. Nee, aber du kannst ja einen Easy Weld da vorne machen und schaust halt, dass es da hinten dann gerade ist.
Oder machst du da einfach diesen anderen Wald hin? Ja, kann ich auch machen. Stimmt. Hast du recht. Gut. Aber ich grundsätzlich schon mal ganz, sieht's ganz cool aus. Danke. Das ist cool. Gutes Kompliment. Ja, jetzt kann ich nicht genau gucken, ob das gerade ist hier. Ah, so. Wie ist es denn da? Ja. Das sieht gut aus. Ja, supi. Hat funktioniert. Okay, dann jetzt auf der zweiten Seite hier und kommst du voran? Ja. Okay. Ich will jetzt noch nicht vorbeischauen. Ja, ohne Scheiß. Spar dir das auf, weil ich glaube, meiner wird echt cool. Hinterher mache ich das nach, das ist auch blöd. Probier meine eigene Idee so ein bisschen. Genau, das ist grantelbärtig gut. Ja. Problem ist, ich komme in meinen Helikopter jetzt nicht mehr rein. Du kommst nicht mehr rein? Nee. Da muss ich mir dann noch was überlegen. Hm. Ja, stimmt, du hast recht, ich komme auch nicht mehr in meinen rein. Also einfach mal so. Vielleicht eine Treppe oder so hinterher noch, weil sowas in der Art. So, ich wolle das jetzt 1000 Mal aneinander wie Kevin. Der macht das auch immer, ne? Du wählst doch immer alles irgendwie 2000 Mal. Ach, scheiße, wir können ja nicht mehr fliegen. Ja, das ist kacke. Stimmt, das ist wirklich kacke, Alter. Dann muss ich mir halt da was hinbauen, dass ich zumindest hochkomme. Ja. Ein Turm. Es könnte jetzt gleich mal lecken. Ich schau mal in die Tubes. Ich versuch nee, ohne Scheiß. Hör bitte. Nein, Mann, lass das. Warum? Keine Tubes? Wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann spiele ich nie wieder Garry's Mod, Mann. Das ist, glaube ich, das Coolste, was ich jemals gebaut habe. Aber ich will einen normalen Turm bauen. Nein, dann mach dir eine schräge Plattform da einfach hin. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann, okay. Ich will keinen Absturz jetzt riskieren. Gut, dann wollen wir dem Tulu mal seinen Wunsch erfüllen. Ich habe gerade die hässliche Echse gesehen. Okay, das ist jetzt hier der eine Plattform. So. Okay, hier können wir doch wunderbar bauen. So, das ist die Grundlage und die sieht doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus, gar nicht so verkehrt. Nein. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ein Cockpit. Cockpit? Ich wusste, dass du mal lachst. So, ja, wie sieht denn ein Helikopter hinten aus? Ist der zu? Oder der hat doch einfach so einen Schwanz. Genau. Na gut, aber der Schwanz ist jetzt eine Platte, ne? Gut, das war jetzt auch nicht so dramatisch. Die Frage ist ja eher, wie man das mit dem Technischen löst. Ne? Das Technische ist ja das Schwierigste. Ich glaube, das Design ist schnell gemacht. Relativ schnell. Ja, da stimme ich dir zu. Gut, dann probiere ich mal, ob ich irgendwie ein Cockpit hinbekomme. Und zwar eins, wo man natürlich noch durchschauen kann, aber was aussieht wie ein Helikopter-Cockpit. Helikopter? Helikopter. Cock of Duties. Black so, das ist gut. Cock of Duty Black Cocks. Black Cocks. Da haben wir doch mal diesen Witz gemacht. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt. Ach, das haben wir nie rausgebracht, Mann. Weil du übersteuert hast wie Drecksau. Ja, du auch, ne? Oder? Nee, ich hatte das dann nicht mehr. Ich habe mal bei Counter-Strike irgendwann übersteuert. Ja, ja, richtig. Es gab Aufnahmen, liebe Freunde, die haben wir nie veröffentlicht, weil unsere Audiospuren einfach. Also er hat nicht gemerkt, ja, pass auf, Call of Duty neigt halt dazu, wenn man startet, das Mikrofon auf 100% zu stellen. Ja. Ungebeten. Und ja, also das Mikrofon startet und man hat 100% Mikrofonlautstärke. Und wir nehmen normalerweise mit 10% auf, also ich zumindest. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin so bei 20, 30. Ja. Ja, und dann ist das einfach. Man hört einfach nur. Nur schreien und übersteuern. Genau. In jeder Minute. Und der Tulu hat es nicht gemerkt, irgendwie, dass ich herbe übersteuere. Also, er hat es ja merkt. Das hat sich halt ingame irgendwie nicht so angehört. Ja. Aber dann irgendwie doch in seiner Aufnahme hinterher. Ja, in der Aufnahme. Bei mir hat es ja noch geklappt, Mann. Nur. Deins war halt einfach Ohrenkrebs. Aber wirklich, total Ohrenkrebs. Das ist nicht untertrieben. Das war richtig krank. Es war einfach nur. Bäh, bäh, bäh. Das war überhaupt nichts mehr gehört. Ja, das war auf jeden Fall nicht feierlich. Ja. So, Welden war noch ein bisschen hier. Ja, und auf jeden Fall haben wir dann echt diese Aufnahme, mussten wir dann löschen. Da haben wir.
Das war irgendwie so ein Gratis-Wochenende von Steam. Da haben wir gedacht, ach komm, probieren wir doch mal Call of Duty aus. Man wäre jetzt sowieso nicht so toll bei euch angekommen, weil Call of Duty. Ihr wollt ja Leute sehen, die es drauf haben. Genau. Und vor allen Dingen, Call of Duty ist ja auch so im Hate und so teilweise. Naja, aber auf jeden Fall, wir hätten es einfach nur mal so ein bisschen gegeneinander, haha, lustig. Und war eigentlich eine witzige Aufnahme. Wir haben schon Spaß gehabt, aber der Tulu war besser. Und deswegen bin ich echt ganz froh, dass es nicht kam. Naja, was heißt ausnahmsweise? Ja, sonst den Shootern, da mache ich dir ja nicht viel vor. Ah, okay, ja gut, okay, Shooter. Ja gut, aber dafür die kreativen Sachen, da hast du dann die Nase vor. Das vermag wohl zu stimmen. Hast du eigentlich, apropos kreativ, hast du deine 1-Euro-Stoppuhr gestellt? Nein, die habe ich nicht gestellt. Aber nein, dann werde ich jetzt diese Folge abmoderieren, Leute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Wishing. Tschüss.